Leute, ich möchte nicht, dass ihr denkt, ich bin ein Weichei oder so, aber ich habe mich echt lange davor gedrückt, dieses Spiel zu spielen. Weichei! Ey! Nicht, weil es gruselig aussah. Na, na, na. Ich habe mich vor dem Spiel gedrückt. Hört mir zu. Weil ich fand, es sah auf dem ersten Blick ziemlich schlecht aus. Aber don't judge a book by his cover. Man sollte zweimal hingucken, bevor man urteilt. Das sollte ich eigentlich besser wissen, weil ich bin Mensch, der mit Vorurteilen aufgewachsen ist. Aber anscheinend bin ich auch so ein kleiner Vorurteiler. Wir spielen The Man from the Window. Und hört jetzt wirklich auf mich. Ich habe das Spiel nicht gespielt, weil ich fand, es sah so unglaublich billig aus. Aber dann habe ich in ein Video mal weiter reingespult. Und hey, das Spiel sieht echt gut aus. Es geht um einen Einbrecher, der vor dem Fenster... Ich dachte, ich hätte was gehört. Es geht um einen Einbrecher, der vor dem... Wer ist da? Okay, das war weird. Und das hier ist ein Spiel, was mehrere Enden hat. Ich liebe so welche Spiele. Okay. Der Hase sieht aus wie so eine Lehrerin. Was steht auf ihrer Schürze drauf? Oh mein Gott, ich bin müde. Was ein langer Tag. Es scheint so, als ob ich jeden Tag später und später nach Hause komme. Aber so ist es halt manchmal. Ich gebe nicht auf. Besser, ich versuche jetzt zu schlafen. Ich muss früh aufstehen, um Frühstück für den Kleinen zu machen. Bro, ich dachte, da kommt jetzt so ein Einbrecher rein. Weil darum dreht sich ja das Video. Und dann ist es dieser kleine süße Hase. Mama, Mama. Junior, wieso bist du noch wach? Du musst morgen zur Schule. Aber Mama, der Mann von dem Buch wird mich bekommen. Hä? Was meinst du? Welches Buch? Der Mann in meinem Geschichtsbuch. Guck. The Man from the Window. Alter, das Cover ist wirklich gruselig. Der Mann vom Fenster? Gib das her. Okay, und jetzt lesen wir die Geschichte. Und danach geht's richtig los. Der Mann am Fenster ist ein seltsamer Kerl. Mit seinen großen Augen und seiner versunkenen Nase. Er möchte nur Hallo sagen. Als er von Ohr zu Ohr lächelte, wanderte der Mann in die stille Nacht. Durch Alleen und Hintergärten geht er. Sicher, dass ihn niemand sieht. Leise piekt er durch die Fenster durch. Auf der Suche nach dem einen einzigen Ding. Ein neuer Freund ist alles, was er will. Der Mann ist sehr, sehr alleine. Alter, irgendwie ist das ein bisschen traurig. Der Mann ist alleine, der möchte nur einen Freund. Und das kleine Kind hat Angst vor ihm. Was ein Schisser. Wenn du nur mal das Tap-Tap an dem Fenster gehört hast, solltest du wissen, er hat einen neuen Freund gefunden zum Spielen. Jetzt hast du nur noch 5 Minuten, bevor er dich mitnimmt. Der Mann ist sehr, sehr glatzköpfig. Er wird überall checken, ob du da bist. Der Mann am Fenster. Junior, es ist nur einer der gruseligen Geschichten, die Leute nur mal schreiben. Du bist zu jung, um sowas zu lesen. Aber Mama, ich habe ihn draußen gesehen. Ich habe ihn wirklich gesehen. Es ist nur ein Buch, Süßer. Es ist nicht echt. Nun geh schlafen. Hä? Der Mann ist da. Es ist er. Er ist da draußen. Komm, runter, Junior. Was auch immer da draußen ist. Ich bin ziemlich sicher, es ist kein Monster. Oh, ich wäre mir da nicht so sicher. Für mich hört sich das an einem Monster an. Junior? Ja? Woher hast du dieses Buch? Es war auf dem Tisch, als ich nach Hause gekommen bin. Du hast doch für mich geholt, oder? Oh nein, das ist nicht gut. Okay, und das Spiel beginnt. Wir haben jetzt 5 Minuten Zeit, um uns vor dem Mann am Fenster zu verstecken und auf ihn vorzubereiten. Wir können Türen öffnen. Oh nein, wir gucken durch den Spion. Und ich habe halt gar keinen Plan. Ich weiß nur, es gibt mehrere Enden und wir müssen nach Dingen Ausschau halten, ne? Um uns zu verstecken. Ich werde nicht unter das Bett passen. Aber Junior könnte. Oh ja, du wirst auf jeden Fall nicht unter das Bett passen. Du bist schon ziemlich gigantisch. Junior, komm, versteck dich unter dem Bett. Junior. Folg mir. Okay. Okay, gut, dass du mir einfach so folgst. Das Vertrauen ist auf jeden Fall gegeben. Versteck dich unter dem Bett hier. Junior kann sich definitiv darunter verstecken. Verstecke Junior unter dem Bett. Los, leg dich da erstmal hin. Ich hab Angst. Ja. An deiner Stelle hätte ich auch Angst, aber wir haben zumindest unser Kind schon mal versteckt. Jetzt geht es noch darum, uns zu verstecken. Damit der Mann uns nicht bekommt. Das hier ist das Badezimmer. Was kann ich denn hier tun? Ich könnte mich eventuell in der Badewanne verstecken. Hide in the washtub. Haben wir es jetzt schon geschafft? Ich meine, wir haben uns versteckt. Es war genau 2 Uhr, als der Mann an der Vordertür erschien. Die Tür war unabgeschlossen und unbarrikadiert. Also lief er einfach rein. Oh, ich bin so ein Idiot. Ich hätte die Tür abschließen sollen und irgendwas davor stellen sollen. Mist! Oh, wir sehen jetzt alles aus der Sicht des Mannes. Der Mann guckte unter dem Tisch. Da war niemand. Da hätten wir uns also auch verstecken können. Wäre nicht die beste Wahl gewesen. Aber er hat nichts gefunden. Okay. Das Schlimme ist, er wird jetzt im Badezimmer nachgucken, oder? Nein. Oh nein. Junior wird erwischt.
Der Mann guckte unter das Bett. Der Mann hat seinen neuen Freund gefunden. Okay, dann nimm halt das Kind mit, aber lass mich in Ruhe. Keine Chance, dass er jetzt schon weggekommen ist. Ich finde ihn. Ich muss. Ich lüge nicht. Der Mann ist eingebrochen und hat ihn mitgenommen. Ich konnte ihn nicht stoppen. Bitte, irgendjemand, findet ihn. Bitte. Und niemand findet ihn. Okay, wir wissen auf jeden Fall, wir sollten unser Kind vielleicht nicht unter Bett verstecken. Schön zu wissen. Jetzt können wir das Intro einfach skippen und ich weiß, dass ich die Tür abschließen muss und barrikadieren muss. Nicht wie eben gerade. Und der Schlüssel lag hier. Den nehmen wir direkt mit. Ich nehme meine Schlüssel besser mit mir. Und wir versuchen, die Tür abzuschließen. Oh nein, das war nicht Tür abschließen, das war in den Flur reingucken. Von da können wir ihn eigentlich auch beobachten, ne? Aber wie schließe ich die Tür denn ab? Ich gucke die ganze Zeit nur durch den Spion durch. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber wir können die Tür auch noch verbarrikadieren. Was können wir denn am besten vor die Tür schieben? Keine Chance, dass ich da reinpasse, um mich zu verstecken. Aber Junior könnte es. Ich könnte Junior hier im Kühlschrank verstecken. Hört sich krank an. Ich mach das besser nicht. Hier haben wir noch eine Lampe. Und einen Fernseher. Ich klicke einfach mal alles an. Die Couch ist nice und struddy. Ich könnte sie eventuell vor die Tür schieben. Das sollte 2 Minuten kosten. Ich habe nur 5 Minuten und die Tür ist nicht abgeschlossen. Ich mache es trotzdem, auch wenn es mich 2 Minuten kostet. Ich habe ein bisschen Angst. Jetzt ist die Tür wenigstens verbarrikadiert. Kann ich immer noch durch den Spion... Okay, okay, okay. Alles ist cool. Junior, willst du mir kurz folgen? Bitte? Folg mir. Versteck dich hier drinnen. So. Junior ist jetzt hier drinnen versteckt. Ich brauche noch ein Versteck. Oh mein Gott, der Mann kommt gleich. Aber ich kann mich doch nicht schon wieder hier drinnen verstecken. Das ist so doof. Aber ich glaube, das ist das Einzige, wo ich wirklich reinpasse. Okay, ich verstecke mich jetzt einfach hier. Bitte lass es funktionieren, bitte. Es war genau 2 Uhr, als der Mann kam. Die Tür war unabgeschlossen. Aber der Mann konnte sie nicht öffnen. Das ist gut. Der Mann brauchte eine ganze Minute, um durch die Tür zu kommen. Wir müssen ihn 5 Minuten lang hinhalten. Das heißt, er hat nur noch 4. Und jetzt sucht er. Es war 2:01 Uhr. Das ist gut. Wir müssen noch ein bisschen Zeit schinden, ne? Wohin läufst du denn? Guckst du jetzt direkt unter das Bett, weil Junior das letzte Mal unterm Bett war? Du hast dir gar nichts anderes angeguckt. Der Mann guckte unterm Bett, aber er fand nichts. Das ist gut. Er fand gar nichts. Okay, ich habe mich selbst in der Badewanne gerade gesehen über die Sekunde. Du guckst jetzt nicht danach, oder? Der Mann guckte im Kühlschrank und er fand seinen neuen Freund. Verdammt! Das kann nicht wahr sein, dass ich schon wieder verkackt habe. Das ist so schwer! Kann ich Junior nicht einfach diesen Lampenschirm überziehen? Wir müssen die Tür auf jeden Fall abschließen. Ich meine, ich habe die Schlüssel doch nicht umsonst. Oder haben wir noch irgendwas übersehen? Das hier ist eine Box von Donuts, die ich von meinem Job wiedergebracht habe. Okay, wir öffnen die Box. Da sind nur Donuts drin. Vielleicht isst er die dann, wenn er die sieht. Vielleicht ist das eine kleine Falle, um ein bisschen Zeit zu sparen. Das ist gut. Falls es funktioniert. Hier haben wir eine Mikrowelle. Die zeigt die Uhrzeit. Wir haben 1.56 Uhr. Okay. Im Schlafzimmer haben wir eigentlich gar nichts Besonderes. Wir haben diese Lampe hier, mit der wir nicht interagieren können, und das Bett. Aber da passt nur Junior drunter. Aber das bringt mir ja nichts. Badezimmer. Ganz kurz abchecken. Oh, komme ich hier lang? Natürlich nicht. Ich muss die Tür erstmal schließen. Ich passe da einfach nicht durch. Okay. Ich kann mich hier nicht verstecken. Aber Junior kann's. Junior kann sich hier... Kann sich Junior auch in der Toilette verstecken? Okay, und jetzt bewegen wir die Couch wieder. Das kostet 2 Minuten. Ich hoffe, das ist fein. Oh nein. Habe ich keine Zeit mehr? Das heißt, ich habe mich nicht versteckt? Nein! Die Tür wurde abgeschlossen. Der Mann brauchte nur 30 Sekunden, um die Tür auseinanderzureißen. Doch dann war die Couch im Weg. Er brauchte eine weitere Minute, um reinzukommen. Oh Gott, da stehe ich einfach. Als ob ich auf ihn warte. Der Mann hat seinen neuen Freund gefunden. Wenigstens war es ich und nicht mein Kind, okay? Oh Leute, ich habe es jetzt verstanden. Es ist eigentlich so einleuchtend. Ich bin so dumm. Es geht darum, dass der Einbrecher so viel Zeit schindet wie möglich. Das heißt... Wir nehmen die Donutbox, weil das kostet in 1 Minute, die ganzen Donuts zu essen, und die öffnen wir einfach. Wir nehmen den Schlüssel, komm schon, perfekt, und wir schließen die Tür ab, weil das kostet in 30 Sekunden, diese Tür zu öffnen. Wir nehmen Junior, Junior, du kommst jetzt einfach mit mir, und ich hoffe, du bist abgelenkt durch die Donutbox und guckst nicht unter den Tisch, weil ich verstecke Junior jetzt einfach mal unter dem Tisch. Perfekt, versteck dich da drunter. Wir haben noch genug Zeit. Alles ist perfekt. Da sitzt er jetzt und versteckt sich. Die Couch bewegen wir. Das kostet 2 Minuten. Und die schieben wir vor die Tür. Umso mehr Zeit braucht er.
Okay, was machen wir als nächstes? Wir können das Schlafzimmer öffnen, aber hier sollte eigentlich gar nichts sein. Das Schlauste ist es, dass er eventuell die Schlafzimmertür auch nochmal öffnet und wir die einfach abschließen. So. Und dabei verstecken wir uns selbst in der Badewanne und schließen diese Tür auch ab. Und jetzt können wir uns verstecken. Perfekt. Wir sind alle versteckt. Komm schon, das muss so funktionieren. Es war genau 2 Uhr morgens, als der Mann da war. Die Tür ist abgeschlossen. Er brauchte 30 Sekunden, um sie auseinanderzureißen. Eine Couch blockierte ihm den Weg. Der Mann braucht eine ganze Minute. Das heißt, 1,5 Minuten sind jetzt schon vergangen. Und es ist noch nichts passiert. Nun war es 2:01 Uhr. Das ist gut. Das ist sehr gut. Er isst die Donuts? Das kostet ihn auch noch mal eine Minute. Du Vielfraß, Alter. Okay. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Wir haben nun 2:02 Uhr. 2:32 Uhr, um genau zu sein. Wohin gehst du als nächstes? Oh nein. Die Tür wurde blockiert. Der Mann brauchte 30 Sekunden. Es ist nun 2:03 Uhr. Oh Gott. Bitte. Wie konntest du mich gerade nicht sehen? Der Mann guckte unter die Spüle. Aber hat nichts gefunden. Nun ist es 2:04 Uhr. Oder? Er geht wieder raus. Alter. Der Mann guckte in den Kühlschrank. Aber er fand nichts. Da war niemand. Ich weiß nicht, wie du mich in der Badewanne nicht sehen konntest. Aber nun ist es 2:04 Uhr und wir müssen nur noch eine Minute durchhalten. Und du Idiot. Du gehst ins Schlafzimmer. Perfekt. Wir sollten es eigentlich geschafft haben. Der Mann guckte unter das Bett. Aber da war nix. Da war gar nix. Nix war da. Es war nun 2:05 Uhr. Die Zeit des Mannes war vorbei und er wusste es. So schnell wie er kam, so schnell verließ er uns auch. Alter, er ist echt ein Sprinter. Er musste wohl weiter in der Nachbarschaft nach Freunden suchen. Aber wir haben es geschafft. Und es war an sich so simpel. Und du schließt einfach die Tür. Damit hat sich's erledigt. Mama, ist er gegangen? Er ist gegangen, keine Sorge. Hurra! Ich wusste, du kannst es schaffen. Oh nein! Was? Mama, er hat all die Donuts gegessen. Ich wollte einen. Oh mein Gott. Erschreck mich doch nicht so. Ich bring dir morgen welche. Okay. Und Junior, keine verfluchten Bücher mehr, okay? Das war ein cooles Ende. Ich fand, das Spiel war auch Hammer. Dafür, dass es so ein simples kleines Spiel ist, war es doch relativ geil gestaltet. Leute, wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst auch gerne ein Like und ein Abo da. Ich für meinen Teil beende hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye, bye. I hit the function, hit the rose right till I hiccup. I hit the stage and leave with money, that's a sticker. She picture perfect, so I told her.